Können wir tauschen? Gleich. Guten Morgen, Herr Serfers. Morgen. Guten Morgen. Möchten Sie frühstücken? Nein. Vielleicht ein Glas Milch. Danke für gestern Abend. Das war doch selbstverständlich. Also, dann können wir mittags wohl wieder mit Ihnen rechnen. Ich meine, bis Frau Büdiger wieder gesund ist. Sie wird wahrscheinlich sehr schnell wieder gesund sein, wenn sie hört, dass... Nochmals vielen Dank. Warten Sie! Ich mache Ihnen auf. Vielleicht war doch alles nur ein Missverständnis. Das wird sich sicher aufklären. Ja, ja, ja. Ein Missverständnis, ja. Ja, komm mal rüber zu mir. Morgen, Ludwig. Ich wollte schon eine Vermisstenanzeige aufgeben. Ich habe in Anker geschlafen. Muss hier ein rauschendes Fest gewesen sein. Ich möchte, dass du hier im Vorzimmer arbeitest, bis die Frau Büdinger wieder gesund ist. Wie bitte? Habe ich mich vielleicht nicht klar ausgedrückt? Ja, aber und Frau Reichert? Frau Reichert ist nicht mehr da. Was heißt das? Die ist wieder zurück nach Koblenz. So Knall auf Fall? Hattet ihr Zoff? Nein. Und jetzt geh gefälligst an die Arbeit. Ich hol nur noch meine Sachen. Ladies and gentlemen, thank you very much for inviting me here today. Opening the German Wine Trade Fair is a particularly happy duty for an ambassador to the court of St. James to perform. We have many producers of fine wines along the banks of the Mosel, of the Rhine, of the Main, and their tributaries. This fair is a valuable showcase for their expertise and experience. I hope that the UK trade will take full advantage of this event during the next few days to see just what a range of excellence we have on offer. Well, and now, ladies and gentlemen, I have much pleasure in declaring the 1989 German Wine Trade Fair open. Thank you very much. Thank you.
Was ist denn? Ich habe nebenan ein paar Sachen eingeordnet und dabei ist mir das hier in die Hände gefallen. Ja, was ist das? Ein 90-Tage-Akzept. Du hast mir das auf den Wechsel gegeben. Ja, sein Angebot war günstig, da konnte ich nicht ablehnen. 28.000 Mark. Und weißt du, wann die fällig waren? Wenn du richtig hinschauen würdest, würdest du sehen, dass er prolongiert hat. Richtig. Und diese Prolongation läuft am Freitag ab. Schon am Freitag? Daran ist nur dieses idiotische Sanatorium schuld. Was hat das Sanatorium mit diesem Wechsel zu tun? Ich habe mich zur Abwechslung mal um meine Gesundheit gekümmert, statt um meine Geschäfte. Ich dachte, ich kann mich auf Frau Büdinger verlassen. Und was hat dieser Wechsel mit Frau Büdinger zu tun? Sie hat doch damals die Prolongation erreicht. Da hätte sie sich doch weiter darum kümmern können. Ich habe mit Mertensdorf Krieg. Gibt es eigentlich jemanden, mit dem du keinen Krieg hast? Raus! Ludwig, dieser Wechsel platzt in 3 Tagen. Heute ist Dienstag. Das ist mir bekannt. Ja, und was willst du jetzt machen? Soll ich mal mit Mertensdorf reden? Das kannst du dir sparen. Wenn hier jemand was erreicht, wird sie aus dem Bett jagen. Die Büdinger? Ja. Sie hat eine große Begabung. Sie kann auf Kommando heulen. Und es gibt Männer, die darauf reagieren. Mertensdorf. Das letzte Mal hat es ja auch funktioniert, ne? Du willst zwar nicht darüber reden, aber... Was? Frau Reichert ist sehr plötzlich wieder verschwunden. Und offenbar, nachdem sie sich Überblick über deine Finanzlage verschafft hat. Wie kommst du denn darauf? Bei Durchsicht deiner Bücher hat sie all deine Verbindlichkeiten addiert und diesen Zettel liegen lassen. Ich nehme an, aus Versehen. Sie hat mal im Jux gemeint, ich wäre eine Partie. Sie weiß jetzt, dass weder ich eine bin, noch du. Morning, sir. Good afternoon. Would you like to taste my wine? My business, I'm afraid. Please. Thanks. I hope to see you again. Ist er nun interessiert oder nicht? Das werden Sie merken, ob er was bestellt. Oder auch nicht. Haben Sie schon was verkauft? Nein. Bei der Messe selbst werden meistens keine größeren Aufträge geschrieben. Ja, warum sind Sie denn dann hier? Weil sich immer wieder neue Gespräche ergeben. Und sich manchmal daraus echte Geschäftsverbindungen entwickeln. Dann sehe ich für mich schwarz. Warum? Mein Englisch ist ziemlich bescheiden. Und haben Sie schon mal Engländer erlebt, die Deutsch sprechen? Von denen hier können viele Deutsch. Schließlich wollen sie mit uns Geschäfte machen. England ist unser größter Exportmarkt. Ja, sind Sie zum ersten Mal hier? Ja, allerdings nur in Vertretung meines Schwagers, der aufs Angenehmste verhindert ist. Was heißt das denn? Schwager Ludwig erlebt gerade seinen 3. Frühling. Oh. Frau Büdinger! Herr Zappas! Sie sind nicht im Bett. Ich habe Sie kommen gehört und dachte, Sie wollen vielleicht etwas essen.
Geht Ihnen besser? Ich habe auf jeden Fall kein Fieber mehr. Glauben Sie, dass Sie... es handelt sich um den Wechsel in Mertersdorf, der... Freitag fällig wird, ich weiß. Ah ja, Sie haben es ja schon einmal erreicht, dass er prolongiert hat, nicht? Aber es wird Ihnen sicherlich kein zweites Mal gelingen, ne? So wie wir dastehen. Das fürchte ich auch. Ja, wir haben zwar Außenstände, aber darauf kann ich jetzt nicht warten. Deshalb habe ich vorhin 12 Futter an die Peter KG verkauft. Zwar zu einem beschissenen Preis, aber die zahlen wenigstens prompt. Ich meine, wenn ich das an Mertersdorf schicke, nicht, dann sieht er doch meinen guten Willen. Ja, Sie können ja mal mit ihm reden. Ja, ja. Aber ich glaube, besser wäre es, wenn Sie mit ihm reden. Warum macht das nicht Frau Reichert? Frau Reichert ist heute nicht da. Und außerdem eilt es. Soll ich ihn anrufen? Ja, besser, Sie fahren hin. Ich meine, Gunther kann Sie ja hinfahren. Aber nur, wenn Ihre Gesundheit... Und wenn ich Sie bitte? Naja, es hätte ja auch bis morgen Zeit, aber... Dass Sie mal bitten, kommt selten vor. Meistens brüllen Sie, wenn Sie etwas wollen. Kann auch zu Kreuze kriechen, wie man sieht. Ich würde Sie ja selbst hinfahren, aber ich muss in einer dringenden Angelegenheit nach Koblenz. Koblenz? Ja. Darf ich reinkommen? Natürlich. Ich wollte zwar gerade weggehen. Bitte. Ist es zu viel verlangt, wenn ich um eine Erklärung bitte? Nein, ich hätte dir geschrieben. Geschrieben? Na, immerhin. Ich weiß, dass ich mich feige verhalten habe. Es tut mir leid. Freu dich auf einen schönen Abend. Und dann teilt mir die Frau Wendel mit, dass du abgereist bist. Ohne eine Nachricht. Auch Frauen können feige sein. Feige? Ich habe einen ganz anderen Verdacht. Du hast herausgefunden, in welcher finanziellen Situation ich mich befinde. Und deshalb war ich für dich dann uninteressant. Nein, das war's nicht. Sondern Gunther hat einen Zettel gefunden, auf den du dir meine Verbindlichkeiten addiert hast. Ist das so ungewöhnlich? Ich bin Buchhalterin. Aber ich hab's einfach mit der Angst gekriegt, als du mir eine Eröffnung angekündigt hast. Angst? Wovor? Wir haben uns in Johannisthal kennengelernt. Du warst charmant. Und ich habe geglaubt, es könnte was mehr daraus werden als ein Flirt. Aber dann habe ich gemerkt, ich kann in eurem Dorf nicht leben. Das müsste man doch zumindest mal ausprobieren. Deine Firma. Hier haben wir 400 Angestellte. Und schreibt wahrscheinlich schwarze Zahlen. Ludwig, ich kann auch mit dir nicht leben. Das ist mir inzwischen klar geworden. Es tut mir wirklich leid und ich bitte dich um Verzeihung. Kann man sich täuschen.
5, ne? Da haben Sie eine Sorge nicht. Ach, und welche? Kinder sind nun mal die billigsten Arbeitskräfte. Das ist eine bittere Wahrheit. Ja, also mein Ältester ist Zahnarzt, der zweite Seemann, der dritte ist Jurist und der vierte ist Pauker. Und nur der Jüngste arbeitet zu Hause mit. Und der findet keine Frau, weil die Damen der Schöpfung einen gepflegten Arbeitsplatz bevorzugen. Und ich habe keine Probleme. Entschuldigen Sie, das konnte ich ja nicht wissen. Aber Sie, Kinder? Ja, mein Sohn Gunther. Aber der arbeitet im Handel bei meinem Schwager. Ach, ist das der im dritten Frühling? Genau. Und mein Stiefsohn Martin, der war mal Pauker. Der arbeitet jetzt bei mir. Er hat mir gerade Nachwuchs präsentiert. Na, ich gratuliere. Gratulieren kann ich mir erst, wenn ich Arbeitskräfte gefunden habe für die jetzige Weinlese. Ja, nehmen Sie doch Polen. Polen? Ja. Also, da habe ich die besten Erfahrungen mitgemacht. Die kriegen eine begrenzte Ausreisegenehmigung, kommen mit dem Wohnwagen oder schlafen im Auto und verdienen bei uns während der Ernte genauso viel wie zu Hause im ganzen Jahr. Ja. Martin, wir sind hier. Müde. Hanna fehlt mir natürlich. Matzenbach ist im Moment auch nur eine halbe Portion. Ich bringe nur Martin ins Bett und mach dir dann gleich was zu essen. Ihr seid spät dran heute. Hast du die Sendung für Gröning fertig gemacht? Nein. Ich muss doch morgen früh auf die Bahn, das hatte ich versprochen. Dann kommen Sie eben erst morgen Mittag auf die Bahn. Ich kann aber auch um 5 Uhr aufstehen, wenn du darauf bestehst. Was war denn? Hattest du eine Weinprobe? Nein, wir haben Champagner getrunken. Champagner? Ja, ich hatte Besuch. Na, wer denn? Mein Vater. Ich denke, der ist in Japan. Nein, in Rom. Rom? Du hast doch gesagt, er war hier. War er auch. Er hat eine Zwischenlandung gemacht und hat mich besucht. Dich? Dein Mann interessiert ihn nicht. Doch, er hat gefragt, wie es dir geht. Ich bin gerührt. Und warum hat er mich das nicht persönlich gefragt? Mein Arbeitsplatz ist auch doch bekannt. Er hatte nur eine Stunde Zeit. Er wollte Martin sehen und unsere Wohnung. Und, findet er sie jetzt standesgemäß? Ja. Da habe ich aber Glück gehabt. Die Wohnung ist mein Werk und Martin ist dein Werk. Und beides hat ihm sehr gefallen. Ich bin gespannt, wie lange er das noch macht. Was? Ja, dieses ewige Rumgehetze. Er kennt doch nur noch seine Flugzeuge und irgendwelche Hotelbetten. Er hat viel Erfolg und das macht ihn glücklich. Weißt du, was er nur gefragt hat? Was? Ob Martin und Alexander sich ähnlich sind. Und? Was hast du gesagt? Dass ich das nicht weiß. Aber ihr wolltet euch doch mal treffen. Mit den Kindern? Ja, das hat Angelika gesagt. Aber ich will das nicht. Zerfass? Ja? Ich wollte Ihnen nur sagen, Merdesdorf gibt uns noch 14 Tage, vorausgesetzt, Sie zahlen die Hälfte bis zum Wochenende. Danke. Und dann hat Frau Zerfass aus London angerufen, sie soll nicht enttäuscht sein, wenn sie keine großen Bestellungen mitbringt. Damit rechne ich auch nicht. Aber hat sie wenigstens mit Wilson gesprochen? Ich meine, das wäre wichtig. Davon hat sie nichts gesagt. Dann rufe ich dann morgen an. Erinnern Sie mich an? Ja.
Wollen Sie auch ein Glas? Ich soll eigentlich keinen Alkohol. Sie können ruhig trinken. Ab morgen sind Sie wieder gesund. Wie bitte? Ja, weil Sie keinen Grund mehr haben, krank zu sein. Was heißt das? Sie sind doch nur krank geworden, weil Frau Reichert in die Firma gekommen ist. Das ist nicht wahr. Dr. Fühting hat mich krank geschrieben. Wollte mir nur beweisen, dass es ohne Sie nicht geht. Außerdem waren Sie eifersüchtig. Ich arbeite seit 23 Jahren bei Ihnen. Und dann wird einem plötzlich jemand vor die Nase gesetzt. Sie können wieder aufhören mit Heulen, denn jemand gibt es nicht mehr. Na ja. Sie bleibt in Koblenz. Unsere Firma war Ihnen nicht groß genug. Und sie will auch nicht auf dem Dorf leben. Es bleibt also alles beim Alten. Also, da weiß ich jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Der Zustand ist mir nicht unangenehm. Gute Nacht. Gute Nacht, Herr Zafas. Frau Büdinger? Ja? Bin ich wirklich so ein unmöglicher Mensch? Wer sagt das? Na, Sie. Ich? Ja, ein Mensch, der angeblich immer nur brüllt, anstatt zu bitten. Daran habe ich mich doch längst gewöhnt, Herr Zafas. Gute Nacht. Hier hat man das Parlamentsgebäude und Big Ben. Das Parlamentsgebäude wurde neu gebaut im letzten Jahrhundert. Und gucken Sie mal, ob Sie auch alle die richtige Zeit haben. Weil nur Big Ben die richtige Zeit hat. Aber offiziell heißt nur die Glocke im Turm, Big Ben. Hier rechts hat man auch das Denkmal von Sir Winston Churchill. Eine Dame hat mal zu ihm gesagt, Sir Winston, Sie sind betrunken. Ach, meine liebe Dame, Sie aber sehen hässlich aus. Aber morgen früh bin ich wieder nüchtern. Wir fahren nun Richtung Trafalgar Square, alles für die Ehre von Lord Nelson. Er ist gestorben beim Schlacht von Trafalgar. Und hoch auf dem Säul sieht man hier Nelson und da unten die vier Seeschläge, wo er gestritten hat. St. Vincent, The Nile, Kopenhagen und Trafalgar. Nelson ist gestorben beim Schlacht von Trafalgar. Das Staatsbegräbnis fand 3 Monate später statt in der St. Paul's Kathedrale. So Nelson wurde 3 Monate lang in Cognac bewahrt. Schade von den Cognac, würde ich sagen. Die Tauben und die Brunnen sind Trafalgar Square. Und das war immer eine Tradition, am Silvesterabend um 12 Uhr in die Brunnen zu springen. Aber diese Tradition haben wir nicht mehr. Eine Tradition weniger. Es gibt ja noch genug Traditionen in Großbritannien. Die Towerbrücke ist die letzte Brücke über der Themse. Und diese Brücke wurde gebaut ungefähr 1900. Hier an der rechten Seite das Denkmal von Eros. Gemacht aus Aluminium für die Ehre von Lord Shaftesbury. Die Engel der christlichen Liebe ist der offizielle Name von Eros. Wunderschön. Jetzt habe ich wenigstens was von London gesehen. Yeah. Vielen Dank für den Tipp. Wie war es denn hier? Ach, keine Sensation. Aber ich habe fleißig ausgeschenkt und Preisliste verteilt. Ach, eigentlich hatte ich ein schlechtes Gewissen. Aber ich dachte, in der Mittagszeit. Ach ja, ein Mr. Wilson hat nach Ihnen gefragt. Wilson? Mhm. Richard Wilson, Advertisement Director, Wine and Spirit Magazine. Ihr Sparer hat da wohl Anzeige geschaltet. Ich habe gesagt, dass Sie gleich wieder zurück sind. Aber Sie haben nicht gesagt, wo ich war. Aber nein. Vielleicht steht er ja hier irgendwo noch rum. Soll ich mal näher treten, auch wenn man kein Weinhändler ist? Wie kommen Sie denn hier rein? Ich dachte, das sei nur für Händler und Pässe.
Nun, mit Presse hätte ich ja im weiteren Sinne dienen können. Und Händler bin ich auf meine Weise auch. Den Herrn habe ich auf dem Schiff kennengelernt, aber ich kann ihn leider nicht vorstellen. Jentsch. Werner Jentsch. Und Sie sind also Ludwig Zerfass? Nein, das ist mein Schwager. Aber ich heiße auch Zerfass. Hanna Zerfass. Und das ist Frau Anhäuser vom Stand nebenan. Guten Tag. Wie der Zufall so spielt, da bin ich. Zufall? Hatten wir doch auf der Fähre gesagt. Mhm. Sie wollten mir Ihr Hotel nicht verraten und ich sagte, müssen wir es eben dem Zufall überlassen. Ja, aber Sie wussten, dass ich hier auf der Messe bin. Richtig. Und ich wusste nicht, dass hier jeder rein darf. Jeder? Entschuldigung. Außerdem darf ja jeder rein. Allerdings erst ab 19 Uhr. Ja, Konsumentenabend. Viele gezielte Trinker und Sachverständige, aber auch viele, die nur ihre 15 Pfund Eintrittsgeld absaufen wollen. Bottoms up. Obwohl es noch nicht 19 Uhr ist, habe ich doch diese Plakette erworben und somit Anspruch auf gefüllte Gläser. Wissen Sie, wie man hier Gläser eingießt? So. Na trotzdem, Prost. Das heißt Prosit. Ich kann kein Latein, aber ich habe gelernt, dass Prost nur eine Verstümmelung ist. Und wenn man möchte, dass der Wein gut bekommt, dann sagt man Prosit. Ihr gelehriger Schüler. Prosit. Wann? Nächste Fähre geht um 10.30 Uhr. Ja, die übernächste um 11.30 Uhr und so weiter, alle Stunden. Aber ich muss wirklich nach Hause. Sie ahnen gar nicht, was Sie versäumen. Was denn? Ich halte morgen meine Rede. Eine Rede? Wo denn? Na nein, nicht im Parlament, im Hyde Park. Und dann könnten wir zusammen essen. Aha. Im Buckingham-Palast. Hm? Viel exklusiver. In einem Club. Zutritt habe ich nur durch meinen Verleger. Aber in einem exklusiven Club sind doch Frauen gar nicht zugelassen. Richtig. Vor 3 Jahren hat unser Club die Welt auf den Kopf gestellt. Und seither sind Damen zugelassen. Allerdings mit einer Einschränkung. Keine Hosen. Ich war mal mit einer Journalistin da essen. Die hatte einen totschicken Hosenanzug an. Man ließ uns nicht rein. Da ging die Lady kurz zu Ladies und zog die Hosen aus. Ihre Jacke bedeckte nur knapp ihren Popo. Und so war das Problem gelöst. Niemand hat ihr nachgeschaut. Dafür dürfen Sie jetzt mir nachschauen. Ich bin nämlich da. Und wann darf ich Sie wieder abholen? Dass aber der Wein von Ewigkeit sei, daran zweifle ich nicht. Oder dass er von den Engeln geschaffen sei, ist vielleicht auch kein Gedicht. Der Trinkende, wie es auch immer sei, blickt Gott frischer ins Angesicht. Trunken müssen wir alle sein. Jugend ist Trunkenheit ohne Wein. Trinkt sich das Alter wieder zur Jugend, so ist es wundervolle Tugend, wenn wir dem westöstlichen Divan glauben dürfen. Are you German or Austrian? Australien, Sie haben vollkommen recht. Wenn dort die eingeborenen Beuteltiere weiterhin mit diesen immensen Quellensteuern belastet werden, dann darf sich die Regierung nicht wundern, wenn es unter den Tieren zu einer Panik kommt und überschüssiges Kapital anderweitig investiert wird. Ob das nun Mrs. Thatcher passt oder nicht? I think he's German. So, das war meine Rede. Was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir in den Club. Ob das nun Mrs. Thatcher passt oder nicht? Speaker's Corner. Wie lange gibt's denn schon diese Tradition, dass hier jeder reden darf? Irgendwann gegen Ende des 18. Jahrhunderts. Da fand hier eine Demonstration statt. Für Reformen des Parlaments. Es kam zu Unruhen und Ausschreitungen. Tja, in einigen Jahren hätten wir uns so nicht kennenlernen können. Wie? Auf der Fähre. Wir würden wahrscheinlich dann den Tunnel benutzen. Obwohl einem da einiges entgeht. Ja. Continent isolated. Das wird es dann nicht mehr geben. Was heißt das?
Ja, zuerst war England mit dem Festland durch ein Telefonkabel verbunden, bis es eines Tages kaputt ging. Da war dann die Schlagzeile in der Times: Telephone cable broken, continent isolated. Der Kontinent ist isoliert. Ja, typisch britisch. Typisch britisch war leider auch das Mittagessen in Ihrem Club. Den Schaden würde ich gern durch ein typisch französisches Essen wieder gut machen. Ja, heute kommen Sie doch sowieso nicht mehr bis nach Hause. Und wie erkläre ich das meiner Familie? Auch das könnte ich doch übernehmen. Ich rufe an und erzähle irgendetwas von widrigen Umständen. Sehr gut. Und was erzählen Sie Ihrer Familie? Ein schlauer Mensch hat mal gesagt, Trennung beginnt, wenn einer schweigt. Wenn einer der Partner seine Unzufriedenheit nicht mehr äußert. Wenn er sich in sich zurückzieht. Merci. Weil seine Signale aus, die nicht verstanden oder als Launen missverstanden werden. Hinterher wird einem dann klar, wie früh das alles schon angefangen hat. Bei meiner Frau und mir zu einer Zeit, als ich unsere Beziehung noch als glücklich empfunden habe. Als die Kinder größer wurden und sie mehr Zeit für sich hatte, hat sie eigene Interessen entwickelt. Ich war immer noch ahnungslos. Unser Alltag verlief immer noch normal. Wiederkehrende Schwierigkeiten wurden von mir einfach nicht gesehen. Was nie zu einer richtigen Aussprache kam. Schließlich hat sie dann Außenstehende ins Vertrauen gezogen und somit vielleicht unbewusst einen Mechanismus in Gang gesetzt, der nicht mehr aufzuhalten war. Sie hat sich eine eigene Wohnung gesucht und die Trennung forciert. Kinder waren selbstständig. Scheidung aus. Warum ist es denn zu keiner Aussprache gekommen? Vielleicht war der Zeitpunkt verpasst und sie war längst auf dem Rückzug. Vielleicht war aber auch ich zu intensiv mit meinem Beruf beschäftigt. Aber als Autor verbringen Sie doch viel Zeit zu Hause. Ja, aber ich war wohl trotzdem nicht da. Sollte wohl mal ein Sachbuch über menschliche Beziehungen schreiben. So, jetzt wissen Sie eine ganze Menge über mich. Und ich so gut wie nichts über Sie. Wissen Sie denn, wie spät es ist? Ja. Ja, dann sollten wir doch... Ich meine, wenn wir hier weiter reden, finden wir keine Zimmer mehr. Der Patron hat für uns zwei Zimmer bestellt. Vorne an der Ecke. Ach, sein Hotel. Woher wussten Sie denn, dass wir hier übernachten würden? Ja, gewusst habe ich das nicht. Aber... Eigentlich würde ich gerne noch ein paar Schritte zu Fuß gehen. Die Autos parken auch sehr gut hier. Und Ihr Gepäck? Alles, was ich für eine Nacht brauche, ist hier drin. Also gut. Darf ich bitten? Verrückt. Ich wollte längst zu Hause sein. Sie sind nicht verrückt, sondern flexibel, wie der Geschäftsmann sagt. Aber das bin ich ja wohl auch. Wieso? Ich wollte auch längst zu Hause sein. Beruflich. Also, dann sind Sie meinetwegen... Ja, aber es ist soweit alles vorbereitet, dass ich sofort mit dem Schreiben beginnen kann. Ab morgen bin ich dann gedanklich in Neuseeland. Na, ganz schön weit weg. Ja, aber auch von da kann man telefonieren. Ach, in dem Zusammenhang eine Frage. Bitte? Ich habe 10 Kartons Wein bei Ihnen bestellt. Schicken Sie die per Bahn oder liefern Sie auf Freihaus? Was meinen Sie denn damit? Es wäre schön, wenn Sie mich besuchen würden. In meinem Neuseeland.
So, bring das bitte gleich in die Abfüllanlage. In Ordnung. Guten Tag. Ja. Frau Büdinger, ich hätte Sie fast nicht erkannt. Ich dachte, Sie sind krank. Das war ich auch. Warum betonen Sie denn das so? Weil Herr Zaffers meint, ich hätte nur simuliert. So? Sie sehen fabelhaft aus. Ist er drin? Mhm. Hanna! Ich wollte dir nur schnell den Wagen zurückbringen. Vielleicht kann Gunther mich dann in den Winger fahren. Konntest du nicht schon gestern kommen? Ja, aber es haben sich widrige Umstände ergeben. Widrige Umstände? Ja. Ich musste eine wichtige Rede im Hyde Park mit anhören, wurde dann zu einem schlechten Essen eingeladen und deswegen habe ich 4 Fähren verpasst. Sag mal, was redest du da für Blödsinn? Ja, das war Blödsinn. Wunderbarer Blödsinn. Wie geht's dir? Erzähl mir lieber von der Messe. Ja, ich habe ein paar Aufträge mitgebracht und einige Kontakte hergestellt. Hast du mit Wilson gesprochen? Ja, er lässt dich grüßen und lässt dir sagen, die Annoncen im Weinmagazin hätten was gebracht. Na ja, teuer genug waren sie ja. Ich erzähle dir alles später genau. Was hältst du denn von Polen? Keine Ahnung, ich war noch nie in Polen. Ich meine polnische Arbeitskräfte. Die Anhäusers haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Und in 3 Wochen haben wir Weinlese. Weißt du übrigens, deine Mühe war völlig überflüssig. Ich hätte sehr gut selbst fahren können. Frau Büdinger war doch krank. Und Frau Reichert? Frau Reichert hat sich verabschiedet. Was? Ja, ist einfach abgehauen. Ich habe sie dann noch mal zur Rede gestellt, aber... Du meinst, es ist aus? Ja. Bevor es noch richtig begonnen hat. Es tut ihr leid, aber sie hätte sich getäuscht. Und weg war sie. Na, Matzenbach? Beschissen wie immer? Es geht mir schon besser. Da bin ich wieder. Ich hoffe, ihr habt mich stark vermisst. Ich euch nämlich nicht. Du bist ja so unverschämt guter Laune. Hat dir London gefallen? Ja, London auch. Na, was denn noch? Oder sollte ich fragen, wer noch? Hast du eine Eroberung gemacht? Eroberung? Es hat eine kleine Belagerung gegeben, so kann man das sagen. Na, nun mach's nicht so spannend. Warum bist du länger geblieben? Weil ich flexibel bin. Was? Kennst du das Wort nicht? Ich habe mir erlaubt, meine Pläne etwas zu ändern. Aha. Sehr vielversprechend. Das Mostgewicht oder die Belagerung? Durch geschickte Traubenauswahl kann man ein deutlich besseres Mostgewicht erzielen. Wer sagt das? Herr Anhäuser. Der hat in London den Stand neben mir. Und was hat der Herr Anhäuser noch gesagt? Dass wir versuchen sollten, Polen für die Lese zu bekommen. Aus Polen? Ja, und der hat mir auch gesagt, wohin man sich da wenden muss. Und mein Belagerer ist Sachbuchautor. Er heißt Dr. Werner Jentsch. Und ich habe ihn auf der Fähre kennengelernt. Sachbuchautor? Ja. Eskimos und Indianer und Computer und... Ja, im Moment schreibt er gerade über Neuseeland. Sag mal, Hanna? Ja? Alles in Ordnung? Also meinst du, ob ich spinne? Ja, vielleicht. Ein bisschen. Du hast frische Luft unter den Flügeln. Ja. Im Gegensatz zu Ludwig. Dem haben sie ja wohl die Luft abgelassen. Wieso? Hat Gunther dir nichts erzählt? Den habe ich ein paar Tage nicht gesehen. Aber du weißt doch, dass er einen Kurschatten hat. Wir haben Besuch. Komm näher. Deggendorf. Wo ist denn das? In Bayern. Wird eine Weinprobe sein. Martin, das sind Dilldappen. Im Keller sitzen Leute, die fragen immer nach Dilldappen. Wahrscheinlich meinen sie Dillhappen. Nein, Dilldappen ist schon richtig. Aber die sieht man nur bei Vollmond. Haben Sie noch keinen gesehen? Nein.
Ich auch nicht. Aber am besten, du gehst in den Keller und erklärst ihnen, was Dildappen sind. Das geht doch eine feuchte Angelegenheit. Und fällt nicht unter Weinprobe. Das muss den Herrschaften gleich mitteilen. Aber wenn sie wirklich interessiert sind, dann werden sie auch zahlen. Also, ich bin da unten. Da bin ich aber neugierig. Du kannst noch auf was anderes neugierig sein. Auf was? Du hast Blumen bekommen mit Fleurop. Das wird wohl der Sachbuchautor sein. Wer? Sachbuchautor, ein neues Wort. Das wirst du hier wohl noch öfter hören. Sachbuchautor. Sehr gut. Und was ist das? Das erklärt dir am besten Hanna. Der scheint nicht sehr vermögend zu sein. Dass man mit Flop so kleine Bestellungen machen kann? Falls Sie denken sollten, ich sei nur ein Veilchen, dann schauen Sie bitte genauer hin. Ich bin ein großer Rosenstrauß. Rosenstrauß? Ja, der kommt aus Neuseeland. Aber der Mann sagte, es kommt aus Frankfurt. Mhm. Das ist ein Vorort von Neuseeland. Oh, oh. Liebe. Sie haben fast keine natürlichen Feinde. Dies verdanken Sie Ihrer Geschicklichkeit, Ihrer Schnelligkeit sowie gute Deckung. Ja. Die blitzschnellen Tiere können laufen, fliegen, schwimmen und kriechen. Laufen, ja. Schwimmen, kriechen auch möglich. Aber fliegen? Nein. Doch. Ja. Sie haben in der Regel vier Beine, ziehen sich bei Gefahr mit Bergstollen zurück und sehen auch bei absoluter Dunkelheit. Ja, vier Beine haben ja die unseren auch. Und wahrscheinlich, was? Wahrscheinlich sehen die unseren auch bei absoluter Dunkelheit, nicht? Was sagst du, Schorsch? Nix. Ich höre mich da raus. Was sagt er? Nix, sagt er. Und weiter? Das ist Frau Zerfass, die Chefin. Und das ist der Max. Grüß Gott. Und der Schorsch. Das ist es, die Franzi. Und das ist meine heißgeliebte Almut. Ach, ja. Es geht immer noch um die Dildappen. Ach. Jeder Jäger muss mindestens eine Flasche Moselwein getrunken haben, damit das edle Wild seine Scheu vor dem menschlichen Geruch abgelegt hat. Der Geruch und der Geschmack des Weines sind das beste Lockmittel für die eigenwilligen Dildappen. Also bei uns in Bayern, da nimmt man da eigentlich eher Bier. Bier? Ja, Weißbier. Ist reib. Nein, nein. Reifer Wein, der mindestens 3 bis 5 Jahre alt ist. Oder besser noch der Federweiße. Und davon reichlich. Die dann bald entweichenden Gase sind das beste Lockmittel für die Dildappen. Verstehe. Also ich habe mir einen fahren lassen. Entschuldigen Sie, Dame. Das führt natürlich jetzt zu weit. Eine Flasche Wein ist bei Ihrem Gewicht gar nichts. Das ist doch klar. Und außerdem übernehme ich sowieso das Quantum von meiner Almut. Was ist mit dem Mond? Man kann die Dildappen nur jagen beim Vollmond. Man geht beim fahlen Mondlicht los, bepackt mit viel Wein und Geduld und vor allem zu Fuß. Ein Autofahrer hat noch nie einen Dildappen gesehen. Aber Sie? Was? Sie haben einen Dildappen gesehen. Natürlich. Ich bin doch kein Autofahrer. Und? Weiter? Zur Jagd braucht man noch Pfeffersalz und Bachkatzen. Wissen Sie, was Bachkatzen sind? Katzen? Ja, wenn Sie die Zweibeinigen meinen, da sagt man bei uns mehr Hasen dazu, nicht? Da gibt es wieder den feinen Unterschied zwischen Stallhasen und Bethasen. Bachkatzen sind Flusssteine. Man zündet ein stark rauchendes Feuer an, legt die Bachkatzen aus und bestreut sie mit Pfeffer und Salz und stellt ein Schälchen Wein daneben. Wein? Richtig. Im Schutze des rauchenden Feuers schleichen sich die Dildappen an, naschen am Wein und schnuppern am Pfeffer und Salz. Der Rauch lässt jetzt ihre Augen tränen und der Pfeffer macht sie heftig niesen. Dabei schlagen sie mit den Kinn auf die Bachkatzen auf und fallen betäubt um. Fertig. Was fertig? Man muss die Dildappen nur noch einsammeln. Deppen. Was? Dildappen. Dappen. Also, man muss die Dildappen nur noch einsammeln und hat ein besonders edles Wildbrett erlegt.
dass früher nur Kaisern, Königen, Grafen, Fürsten und Pfaffen vorbehalten war. Und Gurten. Was? Einen guten Appetit. Bei diesem besonders edlen Wildbrett dürfte es sich wohl eher um einen Bären handeln. Bären? Ja, einen Bären, den Matzenbach innen aufzubinden versucht. Und wenn Sie weiter so von dem Wein naschen, dann werden Sie auch mit dem Kinn aufschlagen und betäubt umfallen. Der Martin hat doch gesagt, ich soll Umsatz machen. Sie glauben nicht an Dillappen, gell? Also ich weiß nicht. Dann wissen Sie auch wahrscheinlich nicht, was ein Wolperdinger ist. Ein Wolperdinger? Ja, das habe ich mir gleich gedacht. Und deshalb habe ich immer ein Exemplar dabei, wenn ich ins feindliche Ausland reise. Ins feindliche Ausland? Ich ging gleich nach Regensburg. Ich bin nämlich Forschungsreisender. Deine Forschungsreisen sind Saufreisen. Liebe Almut, als Bayer sollte man auch versuchen, den Wein auf die Spur zu kommen. Sind Sie interessiert? An was? An meinem Wippe. Da gingen Sie mit. Was? Ach, Sie möchten Hanna sprechen? Ja, Moment. Ich stelle durch. Ja. Mit sowas ist der natürlich nicht flugfähig, nicht? Diese Tiere sind mit Hannibal und seinen Elefanten über die Alpen zu uns gekommen. Hanna, Telefon. Für mich? Ein Ferngespräch. Ich habe ins Büro durchgestellt. Ferngespräch? Mhm. Neuseeland. Und was ist das? Das ist mein Wippi. Hanna Zerfass? Natürlich bin ich gut angekommen. Und Ihre Rosen sind auch angekommen. Die stehen hier vor mir. Ich habe mich sehr gefreut. Wie geht's denn in Neuseeland? Was macht die Arbeit? Schön. Was mich interessieren würde, gibt es in Neuseeland eigentlich Dildappen? Ja, Dildappen. Das könnte ein Thema für ein neues Buch sein. Nein, das sind Fabeltiere, die man nur hier beobachten kann. Es wäre also schön, wenn Sie mich hier mal besuchen würden.